Like a Dragon Gate and a man who erased his name, Folge 14. So. Common Netzwerk. Ich muss jetzt wieder zu ihr gehen. Handbuch mit den Grundlagen zur Zusammenarbeit im Kampf. Oh, Jory, ich habe auf dich gewartet. That's Jory for you. Der Geist von Sotenbori. Hey! Hey, Jory, du hast doch sicher schon von Goldru Clan gehört, oder? Natürlich hast du das. Du hast im letzten Match auf der Burg gegen einen von ihnen gekämpft. Gegen den zweiten Patrician Ryogoda, oder zumindest seinen Doppelgänger. Yeah. Sicher, warum fragst du? Der echte Ryogoda soll vor einem Jahrzehnt als charismatischer Jakuza bekannt gewesen sein. Damals hat es auf Kamurocho abgesehen, ging der Taran zugrunde. Allerdings denken noch Jahre später einige Leute, er wäre nicht wirklich gestorben. Und seit kurzem macht ein Gerücht die Runde, dass Ryogoda höchstwahrscheinlich in Sotenbori gesehen wurde. Was für ein Quatsch. Was hört man über jede tote Berühmtheit? Hey, ich bin da ganz in der Meinung, aber wie sagt man so schön, wo Rauch ist, ist nicht wahr. Du meinst, an den Gerüchten könnte was dran sein? Das sollst du für mich herausfinden. Wenn eine so einflussreiche Persönlichkeit wirklich wieder aufgetaucht ist, könnte so mir aus dem Gleichgewicht geraten. Dann sollte ich vielleicht gewisse Frau Kevin treffen, verstehst du? Ich weiß, was du meinst, okay, ich kümmere mich darum. Wirklich? Wow, du lässt dich ja echt leicht überreden, damit habe ich nicht gerechnet. Ich wollte wohl einfach eine Stimmung dafür. Und jetzt fange ich an. Ich habe eine Handvoll glaubwürdiger Zeugenberichte und will, dass ihr sie unter die Lupe nimmst. Klingt logisch, lass hören. Okay, zuerst. Ein Typ ist einem Kind begegnet, das ihn von 30 Jahren übers Ohr gehauen hat und hat ihm das gleiche nochmal passiert. Was soll das heißen? Hör einfach zu mir. Der Kerl sagt, dass er 30 Jahren von einem Grundschüler mit einem Rucksack ausgenommen wurde. Der Junge war riesig, so ungefähr 180 cm. Das ist wirklich groß. Das Kind muss wirklich Ryogoda gewesen sein. Er hat sogar schon als Kind die meisten Erwachsenen überragt. Jedenfalls begegnet das Kind ihm 30 Jahre später wieder und die Geschichte wiederholt sich. Richie würde nie jemand ausnehmen, das ist 30 Jahre her, oder? Warum ist er so sicher, dass es sich um die gleiche Person handelt? Nach dem Opfer hatte der Mann blondes Haar und eine Narbe am Mund. Blond mit einer Narbe am Mund. Naja, die Merkmale stimmen überein. Dazu beobachtet er, der Mann hätte sich tatsächlich Ryogoda genannt. Was seltsam, meinst du nicht? Absolut gibt es eine Spur. Das Opfer sagt, sie sind auf der East Sotenbury Street begegnet. Der Täter kehrt wieder zum Tatort zurück. Hm? Alles klar, ich werde mal hingehen. Auf der Tisch liegen drei Handys. So auf der East Sotenbury Street nach Rishio. So, dann machen wir das mal. Wo ist die? Da oben. Gehen wir da mal hin. Erstmal hier schöne Schlägerbanden, die Straßenschläger jetzt mal sagen.
Smoking kills me. It's a waste of time. Hier muss es gewesen sein, der Ort, an dem Mücher angeblich aufgetaucht ist. Yo, Paps. Hm? Nein, nicht blond. Ich dachte, Gott, du wärst es. Sucht hier jemand? Mit dir hat keiner geredet. Ich suche einen Kerl mit blonden zurückgekämpften Haar, oder? Wow, woher weißt du das? Wenn du das weißt, schluckst du aus. Ist nur ein Gerücht, von dem ich gehört habe. Warum tust du so geheimnisvoll? Wie wär's, wenn ich aus dir rausbrücke, was du weißt? Hier kommen die Straßenschläger. Verdammt, hey. Wer ist der Typ? Ich suche nach Rio Goda, nicht wahr? Pff, wenn das so wäre, warum seid ihr hier denn her? Weil es unser Gebiet ist. Wir haben gehört, dass dieser Trottel von Rio Goda hier rumstolziert, als wir es ihm gehört. Also wollen wir ihm dem ein Ende bereiten. Ein Bandkrieg zwischen Teenagern. Ich scheine gar nicht zu wissen, wer Rachel ist. Verschwindet hier und versucht kein Ärger mehr zu machen. Pff. Oder, hey, du suchst nach mir, was? Das kann nicht sein. Nein, nicht mal annähernd. Was redest du da? Ich bin Rio Goda, der Kerl, nach dem du suchst. Schön, dich kennenzulernen. Das war wohl Zeitverschwendung, man sieht sich. Was soll das? Der Großkonto unterschätzt mich wohl. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du dir in die Hose, wenn du nur meinen Namen hörst. Der Schlägertypen. Muss man erstmal hier... Eben aufhören und jetzt geht's los hier, hm? Hey. Ah, warum gibst du dich für Rio aus? Naja,
Unikota ist in dieser Stadt legendär. Solange man schnell einruft. Verstehe, er scheint aber eine Nummer zu groß für dich zu sein. Hey, aber das ist nicht der einzige Grund, aus dem ich mich Gota nenne. Wie bitte? Wir sehen uns. Er ist nur schnell, wenn er abhaut. Der Typ könnte durch und nicht mehr weniger edel. Entschuldigung, die Sache mit Gota war nicht. Es war nur ein Schläger, der sich mit dorischen Federn geschmückt hat. Tja, so ist es nun mal was. Während du unterwegs bin, habe ich ein neues Gerücht aufgeschnappt. Lass hören, dabei geht es um Erpressermasche, Spam, um es cool auszudrücken. Das ist wohl in letzter Zeit häufiger passiert. Das Opfer wird von einer sexy Lady irgendwo hineingeladen, wo dann aber ein übler Typ wartet. Nee, jemand, der sich Roger Gota nennt. Roger zieht eine Erpressermasche ab. Der Typ ist blond und man sagt, er trägt einen langen Mantel oder ein japanisches Schwert. Klingt so, als wäre Gota dafür ebenso bekannt wie für sein strahlend blondes Haar. Okay, das überprüfe ich auch noch. Ich weiß ja, dass du dich dazu angestachelt habe, aber du hängst dich ein bisschen zu sehr rein, findest du nicht? Nein, nicht mehr als sonst. Also, wie finde ich den Kerl? Seine Freundin hält sich in Kocho auf, also sollte es dort versuchen. Mache ich. So, dann hier so suchen, das ist jetzt hier unten. Dann wollen wir da hingehen. Für die Espresso in Süd-Jofo-Kofo. Yen. Nochmal ein Drachprügler, kommt her. Akame meinte, dass hier Leute ausgenommen werden. Hallo, Hübscher. Oh. Wow, das ging schnell. Wie bitte? Egal, hast du noch was vor? Wenn du gerade Zeit hast, lass uns ein bisschen Spaß haben. Was meinst du mit Spaß? Komm schon, muss ich etwa ausbrechen? Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt und habe ganz viel ausgestauten Frust. Weißt du? Versteh. Angestauten Frust, hm? Mhm. Richtig viel hat sich in mir aufgestaut, weißt du? Kapiert. Klar, bin dabei. Hihi, du magst mir die schnelle Stunde kommen, was? Wie dem auch sei, gehen wir. Also gut, mal sehen, wo das hinführt.
Ist das okay, wenn ich zuerst dusche, Großer? Nur zu, okay. Bin gleich wieder da. Und hier dürfte jetzt die Expressmasche ins Spiel kommen. Oho, du bist also der Kerl, der versucht, solche Goja das Mädchen auszuspannen. Warte, das ist doch nicht möglich. Ja, das ist er. Nein, nie im Leben. Doch nicht. Ist dir klar, was du getan hast, du Arschloch? Dafür zahlst du mit deinem Gebiss. Schatz, oh, dieser Mann hat mich gezwungen, mit ihm herzukommen. Oh, Noko, das versteht sich schon selbst. Ein treues und durch gutes Mädchen wie du würde sich nie aus freien Stücken in so ein Drecksloch begeben. Also, jetzt gib mir dein Handy und dein Geldbeutel Papier. Warum bist du so angezogen? Wie bitte und warum nennst du dich Ryo Goda? Du kannst dich gleich mit erklären. Für wen hält der Typ sich? Du Wichser, das waren deine letzten Worte. Das ist ein drohender Mann. Jetzt geht's ja los. Was willst du? Mal den Tisch, ja, steh auf. Bam. Keusch, Keusch, wer ist dieser Typ? Ah, steh ich. Du solltest dich vielleicht auch fragen, wie treu deine Freundin wirklich ist. Ich frage dich jetzt nochmal, warum gibst du dich für Ryo Goda aus? Na, ich... Jury, irgendwas Neues zum Jurjogurt? Jury, wieder eine Sackgasse. Wollte den Kerl gerade fragen, warum er sich hinausgibt. Ach ja, ich bin hier eben auf den Jackpot gestoßen. Ich habe das Schreck des Go-Ryo-Clans ausfindig gemacht. Was? Des Go-Ryo-Clans? Das ist meine Chance. Pft. Yeah. Tut mir leid, wo waren wir? Das Versteck des Goryeo-Clans, ich dachte, die hätten sich schon ewig aufgelöst. Genau gesagt ist es das Versteck der restlichen Goryeo-Mitglieder, die den Clan wieder ins Leben rufen wollen. Bist du sicher, dass sie es sind? Das ist kein Gerücht, sondern eine Tatsache. Meinst du, die stecken hinter all den Ryo-Nachahmern? Du wirst nie erfahren, wenn du nicht nachfragst. Auch wieder wahr. Okay, wo ist es? Yoruma Nummer 3, dritte Etage, ist gleich beim Ashibata Park. Das könnte hässlich werden, ist das ein Problem? Das Üble lasse ich dir. Du vergehst doch in der Regel kein Blut. Wenn es dann nicht sein muss, oder? Ich versuche es zu vermeiden. Okay, bis dann. Yoruma Nummer 3 beim Ashibata Park. Den Goryeo Clan wieder auferstehen lassen. Aber warum? Ich muss es herausfinden. Ajo. Jetzt mal kurz. Mal hier markieren. Hoppe. Hier sollen die restlichen Mitglieder des Goryeo-Clans stecken. Hineingehen. Okay, los geht's. Ich muss herausfinden, wie das die Typen vorhaben. Hm? Wer bist du? Ja, was hast du denn so? Wollt ihr den Goryeo-Clan wieder auferstehen lassen? Hältst du dich für besonders heftig, was? Ah. Letzte Chance, seid ihr diejenigen, die den Goryeo Clan wieder aufstehen lassen wollen? Kann ich dir irgendwie helfen? Hey, du Patriarch hat eines Rettung und besitzt mal den Anstand, ihn zu begrüßen. Ich bin der dritte Patriarch des Goryeo Clans. Kommst mir nicht bekannt vor. Ich hatte hin und wieder mal mit euch zu tun, als der zweite Patriarch noch an der Macht war. Klingt einleuchten. Ich habe meinen Schwur am Ende dieser Ära abgelegt. Es ist also wenig überraschend, dass du mich nicht kennst. Entschuldige bitte, aber wer genau bist du? Du hast sicher von Akame gehört, oder? Sie schickt mich.
Ah, Akama also. Ich habe schon gehört, dass sie gut informiert sein sollen, aber wenn sie uns hier aufgespürt hast, muss es wohl stimmen. Ja, halb verhalten, helfen euch nicht weiter. Überleg dir gut, was du sagst. Oh, wie furchteinflößend. Vielleicht sollten wir uns deinen einen Besuch abstatten und uns vorstellen. Immerhin sind wir neu in der Stadt. Wissen die hohen Tiere der Omi Alliance von euch? Noch nicht, aber ich habe vor, bald mit einigen Geschenken bei ihnen vorbeizuschauen. Dann können sie selbst nicht Nein sagen. Nach dem Tod des zweiten patriarchischen Goda in Kamurocho war der Goryeo-Clan eine Zeit lang aufgelöst. Sie hatten schließlich auch einen Putsch gegen das Hauptquartier versucht. Allerdings wollen die von uns, die noch übrig sind, immer noch an die Macht. Wir haben das Ziel des zweiten Variage nie aus den Augen verloren. Wir haben weit verstreut, haben mehr als ein Jahrzehnt geduldig abgewartet, bis es an der Zeit war, den Goryeo-Clan erneut ins Leben zu rufen. In der Stadt erzählt man sich, dass Goda noch am Leben wäre. Außerdem gaben sich manche Trophäen aus. Habt ihr etwas damit zu tun? Hehe, in der Tat, das ist alles Teil des Plans. Bei unserer Rückkehr sollte uns der Name Goryeo-Goda als eine Art mächtige Macht dienen. Also, da allerdings der zweite Partygas nicht mehr ist, setzt mir einfach auf die Macht der Illusion. Also steckt ihr hinter all diesen Schwindlern? Korrekt. Und der Name Ryogoja heilt durch die ganze Stadt. Mitten in diesem Chaos wird die dritte Generation des Ryogo-Ryo-Clans den Thron zu den Boris wieder anzugreifen. Hehe, kein schlechter Plan, wenn ich das sagen darf. Verstehe, jetzt wird mir alles klar. Klar, dass ihr es nicht würdig seid, das Wappen der Goryeo-Familie zu tragen. Nur zu, stellt den Clan wieder auf die Beine, wenn ihr wollt, das ist mir, soll mir egal sein. Aber den Namen eines Toten als Maskottchen durch den Dreck zu ziehen, ohne zu verstehen oder zurückzuziehen, wofür er stand, das lasse ich nicht zu. Du lässt es nicht zu? Hehe. Und was genau hättest du mit ihm zu tun? Das muss ich dir nicht erklären. Pff, na schön, ich habe eh genug von dieser Unterhaltung, aber es gibt noch eine Sache, die wir zu klären haben. Ich habe es schon erwähnt, ein kleiner Besuch bei Gaikame. Es wäre unfassbar taktlos an mir, ihm eher kein Geschenk zu bringen. Dein frisch abgeschnittener Kock sollte sich da wunderbar eignen. Er würde als Botschaft dienen. Das passiert, wenn man sich mit dem Goryeo-Clan anlegt. Wenn du ihn nur holen kannst, gehört er dir. Außerdem würde sie so etwas nicht aus der Ruhe bringen. Das finden wir einfach selbst heraus. Okay, Jungs, schnapp ihn euch. Jetzt gegen die Jakuza. Ah, wir verschwinden aus der Stadt. Bitte habt ein bisschen Mitleid. War das schon alles ein weiteres Beispiel dafür, dass die Schuhe des Goryeo-Clans eine Nummer zu groß für euch sind? Oh, ihr verlasst die Stadt am besten noch heute und kommt bloß nie wieder zurück.
Verstehe, damit ist der Fall wohl abgeschlossen. All diese Ryoko, das waren Fakes, die Goroje-Familie kommt nicht zurück. Ihr habt hervorragende Arbeit, Shiroyo. Mal ernst, du warst ungewöhnlich motiviert bei dieser Sache. Wie kommt's? Der Zustand des Goroje-Clan geht mich nichts an. Aber ich konnte nicht zulassen, wie sie den Ruf eines Mannes mit billigen Erpressermaschen und Ausbeutung befleckt. Wessen? Royogodas? Kennst du den da? Könnte man so sagen. Ist das auch egal. Das ist jedenfalls erledigt. Ich freue mich auf deine Hilfe mit deinem nächsten Fall. Wenn es mir dann gerade passen soll. Habe ich meine Nase in etwas gesteckt, was mich nicht angeht, Royo? Hey, wir toten Berühmtheiten müssen aber da aufpassen, nicht wahr? Der Geist von Sotenwari. Achte Stufe. Speichern.